herzlich willkommen bei Gitarrenkram, dem lustigen Podcast über Musik, Gitarren, Rock und alles Mögliche. Genau. Und wir haben jetzt in letzter Zeit ein bisschen über meinen neuen Amp gesprochen, über das mögliche Pedalboard und über das MD200 war jetzt eine der letzten Folgen oder die letzte, je nachdem, ob was dazwischen kommt. Ja, und da habe ich gedacht, wir gucken uns jetzt mal mein Pedalboard an, wie es jetzt aktuell ist. Und im mit dem neuen Amp natürlich. Ne? Und ausnahmsweise spiele ich heute auch mal Gitarre. Das haben wir ja auch nicht so oft. Gell? Ja, verrückt. Ja, ganz verrückte Sachen. Aber ich durfte trotzdem mit. Ja, also ja, gut. Ich will ja nicht alleine hier reden, gell? Du darfst dann auch mal was sagen. Ja, und Knöpfchen drücken und, vielleicht. Und vielleicht auch das, ja. Ja. Ich würde erstmal kurz ein bisschen was nachholen wollen. Und zwar hatte das ja bei dem MD200, bei der Folge über das MD200 mit dem Slicer, das hatte uns ja nicht so gut gefallen. Und da wollten wir einfach noch mal ein bisschen was spielen und mal vorführen, dass der noch ein bisschen cooler klingen kann, wie das, was wir vorgeführt haben. Ne? Da fangen wir einfach mal damit an, weil ich denke mal, sonst brauchen wir jetzt den Slicer-Sound nicht unbedingt so. Ne? Also ich habe jetzt hier einen leicht angezerrten Sound, glaube ich. Warte mal, ohne die Länge. Ne? Das kommt auch vom Amp, die Zerre. Mhm. Und dann mach doch mal hier auf On. Soll ich da drauf drücken oder was? Genau. Und warte mal, das hier. Genau. Und jetzt haben wir nämlich, das haben wir nämlich beim letzten Mal nicht gewusst. Es gibt da diesen einen Regler, wo wir quasi nur das Originalsignal haben oder nur das Wet-Signal und halt alles dazwischen. Also ne? So ein Pan. Ein Mixregler sozusagen. So, genau. Der ist halt, das ist halt eigentlich dieser Depth-Regler, glaube ich. Das ist, glaube ich, in der Anleitung nicht mal beschrieben irgendwie. Aber der Gonz hat es rausgefunden, genau. Weil er Fox ist. Genau. Und dann klingt das zum Beispiel so. Das war jetzt eine einfachere Sache. Du kannst ja mal so ein bisschen an dem unteren linken kleinen Regler, da kannst du die verschiedenen Programme mal auswählen. Und dann können wir noch mal ein paar Sachen zeigen. Irgendwie. Okay, Pattern 20. Ja. Ganz cool eigentlich. Ja. Dreh mal weiter hoch. Ups, jetzt bin ich schon hierbei. Ups. Das geh war mal, jetzt mehr das Modell Bonanza, oder? Geh mal, wenn du weiter drehst, dann kommen irgendwie diese H-Sounds, die sind irgendwie nochmal so ein bisschen abgefahren, meine ich. Okay, H3. Ja. Mach doch mal diesen Depth-Regler, mach den mal, was ich auf die Mitte oder sowas, dass man halt dann auch mal da den Unterschied hören kann, so mit Original, wo du beide Signale dann quasi drin hast. Ja. Ne? Thank you.
Ja. Okay, ich mach's aus. Ja, das zum Thema Slicer. Ich denke mir, da hat man jetzt immer so ein bisschen gehört, was es kann. Also es klingt immer ein bisschen cooler, finde ich, wenn man das so ein bisschen laufen lässt. Also nicht so schnelle Anschläge hat oder so, sondern einfach so ein bisschen... Ja, es macht ja sonst diese Pattern-Geschichte. Ja, die laufen dann halt nicht durch, ne? Genau, man muss das Pattern schon zu Ende laufen lassen irgendwie. Allein auch schon, um ein Gefühl zu kriegen, so, okay, wann muss ich denn überhaupt den nächsten anschlagen? Ja, genau. So, wollen wir mal noch ein bisschen über mein Pedalboard reden. Genau, vielleicht mal den Signalweg als erstes. Oder einfach mal das Board. Also ich hatte das ja, glaube ich, damals schon gesagt. Ich habe dieses, oder vielleicht sogar mal gezeigt auch im Video, ich habe dieses selbstgebaute orangene Board. Das habe ich jetzt auch erst nochmal benutzt. Das wäre tatsächlich theoretisch jetzt die nächste Investition, die ich machen würde, und würde mir dann ein anständiges Board kaufen. Aber nachher so beim Resümee werden wir dann darüber sprechen, warum das nicht passieren wird, vorerst jedenfalls. Das ist die eine Sache, dann ist da unten drunter diese Stromversorgung, die du mir günstig überlassen hast, ne? Mit, glaube ich, 5. Genau. Wie sagt man dazu? Outlets, ja, genau. Die das halt jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier angeschlossen habe. Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt. Wir haben ja jetzt 5 Pedale drauf. Die könnten jetzt theoretisch alle einzeln angeschlossen sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das aktuell so war. Weil wir haben ja letztens auch nochmal ein bisschen was gemacht. Ja, und dann habe ich mir, das habe ich mir tatsächlich neu gekauft. Also von der Gitarre geht es dann in den Kompressor. Den habe ich mir neu gekauft. Das ist ein Fame-Kompressor für, keine Ahnung, 30 Euro bei, wie heißt der, Music Store. Music Store. Das ist also diese kleine Serie. Genau, das ist so ein Mini-Pedal. Und der hat, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, ich muss mal ein bisschen näher kommen, da kann man einiges einstellen für einen Kompressor. Ne? Also ein Level, Tone und dann halt die Kompression. Und dann gibt es noch den Schalter oben. Was steht da drauf? Normal und Treble. Genau. Also kann man das nochmal ein bisschen höhenreicher machen. Und mach mal Clean Sound bitte. So, hört man auch was. So, jetzt aus. Ne? Jetzt schalten wir ein. Carsten hat jetzt immer mal an- und ausgeschaltet zwischendurch. Ich denke, das hat man ganz gut gehört. Ich bin jetzt nicht der... Also ich mag Kompressor schon ganz gut. Ganz gut, ja. Ich mag das ganz gut. Ganz gern. Ja, weil dann kann man sich so ein bisschen... Kann man gerade die Clean Sounds noch mal so ein bisschen hervorholen. Und selbst die verzerrten Sounds, die sind noch mal so ein ganz klein bisschen... Komprimierter. Glitzern die noch mal ein bisschen mehr raus. Also ich finde das schon immer ganz nett. Und aber ich mag es nicht so arg komprimiert. Das klingt dann manchmal so, ich weiß nicht, so unecht, so plastikmäßig oder sowas. Wir hatten es ja schon öfters. Ich bin ja auch kein Fan davon. Ich mag es nicht, wenn ich jetzt den Anschlag wegkomprimiert kriege zum Beispiel. Ja. Und das Gefühl habe, das wird irgendwie dann schwammig. Ja. Man könnte es jetzt zum Beispiel vielleicht noch ein bisschen mehr und dann auch ein bisschen mehr Volume. Dann hat man, da könnte man schon noch so ein bisschen in die Zerre vielleicht sogar gehen. Weiß ich nicht. Ja. Weiß nicht, wenn man hier den Treble noch rausmacht, diesen Schalter. Aber das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte einfach nur so ein bisschen Kompression. Das hat mir eben schon eigentlich ganz gut gefallen. Thank you.
So, ja, da hat der Carsten noch ein bisschen Spaß gemacht hier, hat den MD-200 eingeschaltet. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich meinen Zettel habe. Wir haben jetzt mal die zwei. Ich denke mal, das war ein, klang so ein bisschen wie ein Flanger, ne? Ja. Ich habe irgendwo einen Zettel, wo ich draufstehen habe, was ich gespeichert habe. Aber den... Ja, Phaser. Was? Auf der 2 ist ein Phaser? Würde ich jetzt so nicht sagen wollen. Oder ist ein sehr, sehr milder Phaser. Ja, egal. Das ist das zweite Pedal, der MD-200, den hat mir jetzt ausführlich vorgestellt. Genau, der kommt also als nächstes auch in der Kette praktisch vor den Verzerrern. Ja, das, ganz ehrlich, das habe ich jetzt auch noch nicht so richtig ausgearbeitet, wo er mir besser gefallen würde. Ich mag es generell ganz gern, glaube ich, wenn der vorne in der Kette ist. Ja, ich auch. Ja. Wie ist das bei euch? Wenn ihr wollt, kommentiert gerne mal. Ja. Das ist ja so immer eine Glaubensfrage, Modulation vor oder nach den Zerrern. Ich kann mich erinnern, ich war mal, ich glaube bei Session oder war ich im Music Store? Irgendwo war ich und wollte mir einen Phaser kaufen und war ganz unentschlossen, ob ich einen Phase 90 nehmen soll oder ob ich einen Small Stone nehmen soll von Electro Harmonix. Die sind ja so ähnliche Preisregion. Der Verkäufer meinte, er hat beide. Den Phase 90 vor den Zerrern und den Smallstone nach den Zerrern. Ja, genau. Ja, das ist halt, das hatte ich ja auch schon überlegt, das Ding ist ja Stereo, ob ich das irgendwie so machen kann, dass ich das, aber da hast du natürlich auch eine Kabellage, die du dann da verbauen müsstest. Und ich hatte es ja letztes Mal schon erklärt, das ist dann auch alles ein bisschen kompliziert. Schon mit dem Einstellen ohne MIDI-Board und sowas. Ne? Ich habe jetzt mal, das müsste jetzt ein Univibe sein. Genau, und dann kommt als nächstes der Vintage Overdrive von Harley Benton. Das ist ein Tube-Screamer, gell? Auch in grün. Und dann mach den doch mal an. Ich weiß gar nicht. Ich mach mal das MD-200 aus und mach den Vintage Overdrive an. Also der ist jetzt relativ mild eingestellt, würde ich mal sagen. Der ist so auf 10 Uhr vom Drive, oder ist das Volume? Nee, das ist 10 Uhr Drive. Ja, Volume ist auf 12 und Tone ist auf 13:30, sagen wir mal. Ja. Also das habe ich extra gemacht, weil ich habe hier, da kommen ja jetzt noch zwei Zerrer hinterher und die sind dann schon ein bisschen High Gain. Und du kannst ihn ja nochmal kurz ausschalten und geh mal auf den Lead-Kanal von dem Amp. Der ist ähnlich von der Verzerrung, ne? Ähnlich mild. Und ja, mach mal an. Kann man den noch ein bisschen boosten, ne, mit dem. Also das waren jetzt beide die Zerre aus dem Amp und von dem Tube-Screamer also, zusammen. Die Idee war ja oder dadurch, dass die Zerre, die noch kommen, halt mehr Gain haben, ne, habe ich halt den Amp, habe ich gesagt, komm, dann nehme ich da ein bisschen zurück. Und so hat man dann verschiedene Färbungen. Genau, das ist das Wort, was mir gefehlt hat. Hat man so ein bisschen Färbung, hat man jetzt ja auch gehört, ne, dass der Tube-Screamer halt so ein bisschen... die Amp-Zerre klingt ein bisschen neutraler, ne? Ja. Und der im Tube-Screamer mit seinem ist halt mittig, ne? Nöck, genau. Du könntest natürlich nochmal auf den Clean-Kanal gehen, mach mal den Tube-Screamer aus und dann habe ich da ja auch noch den Boost, drück den mal, wie der klingt der? Okay, der ist wirklich nur... du schaltest jetzt mal an und aus, während ich spiele. Ne? Ja.
Genau, also das ist auch sehr, sehr mild. Also das ist wirklich nur so ein Müh, kann man da nochmal eine Schippe drauf geben. Ja, und dann haben wir den Urstream. Das war ja, den habe ich dir damals abgekauft, oder? Ja, ja, ich glaube schon. Und der hatte mir von Anfang an gefallen und der gefällt mir auch immer noch so gut. Das ist halt so ein, ich sag jetzt mal, 80er Jahre Rocksound einfach, ja. Genau. Also das ist ein Klon von einem, ja, Sir Riot. Ja. Mit den schwarzen Knöpfen. Es gab ja auch noch einen Riot Reloaded, dann irgendwie den durchsichtigen Knöpfen. Der klont wohl die erste Version. Ja, so typische, nicht sagen Hair Metal, aber so. Haben wir eigentlich gesagt, dass ich die meine Silhouette Special spiele? Ja, denn, oder? Nee, können wir mal sagen. Ne? Der Gons spielt seine Silhouette Special. Genau. Und ja, weil ich jetzt die meiste Zeit auch, oder bis jetzt nur auf Single Coils gespielt habe. Ich habe da noch einen Humbucker im Steg. Den probieren wir jetzt auch gleich nochmal aus. Ne, nur mal, weil du ja sonst immer die gute Thinline benutzt, habe ich mal gedacht, da muss mal was anderes her. Sogar neu, frisch beseitet und hier sauber gemacht. Sogar frisch geölt, das Griffbrett und den Halsrücken, weil das Griffbrett ist, oder der ist ja nicht lackiert. Deswegen kann man das auch noch mal ein bisschen nachölen. Gut. Ne? Also, US-Stream von Jojo. Genau. Da ist der Ton aber nicht richtig. Ich wollte schon sagen, es klingt aber ganz schön. Gehen wir mal an, Humbucker. Ne? Ich hatte jetzt zwischendurch mal noch den Kompressor noch davor gemacht, ja, und hatte mal den Ton noch ein bisschen zurückgenommen, ja. Um es ein bisschen, ja, dezenter zu machen. Ja. Ich finde, also für die Sachen, die ich normalerweise so spiele, ist es mir immer noch nicht genug Gain. Und dann gehe ich halt oft hin und spiele das auch über den Lead-Kanal. Mach den doch nochmal an. Genau, dann haben wir natürlich ein bisschen mehr. Achso, aber den Joyo auch. Und den Joyo auch, ja. Okay, doppelt gekoppelt. Genau. Also dann, das ist dann schon eher so meine... Dein Brettsound. Mein Brettsound, genau. Und dann haben wir als fünftes Pedal, das habe ich jetzt dir auch abgekauft, das hast du mir vorbeigebracht. Und damit habe ich nicht gerechnet, dass ich das kaufen würde. Aber das ist eine Red-Kopie. Und das hat mir halt gut gefallen, weil das, wenn man das in einer ähnlichen Game-Klasse wie jetzt das Jojo benutzt, dann kratzt das nochmal so ein bisschen oben raus. Mach das doch mal an. Ja, man sagt ja bei einer Red auch, dass die so eine leichte Tendenz zum Fass hat. Ein bisschen. Ja, genau. Da jetzt auch nochmal den Lead-Kanal an. Ja,
immer, wenn er konsoliert, mal das Delay eingeschaltet. Genau. Ich finde das Delay für einfach so ein Brot- und Butter-Delay, was da drin ist in dem Boss Next Tone, das klingt gut. Passt. Deswegen habe ich ja auch kein eigenes vorerst da drin. Ne? Also das ist jetzt aktuell mein Board. Kurze Anmerkung. Ja. Das Headrush und der Amp zusammen im Lead-Sound sind relativ leise, im rauschmäßig jetzt. Obwohl da relativ viel Zerrung schon unterwegs ist, wenn beide zusammen ansehen. Ja, ich habe das auch schon anders gehört. Das ist mal so. Also kommt dort, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da noch mal ein bisschen was verstellt und so. Ne? Das, ich finde das, jetzt so ging es ganz gut, ja. Da hast du recht. Also letzteres Pedal war ein K-Line, Kalin, was auch immer. Ja. Vintage Distortion mit dem Namen Headroom. Und du benutzt das im Turbo-Modus. Also das ist eine Red. Ja, ich fand aber den normalen Modus auch ganz gut. Und wir hatten ja letztens hier ein bisschen was aufgenommen. Und da war dann irgendwie der Turbo-Modus nochmal so ein Ticken interessanter. Ne? Aber apropos Lautstärke, wenn du jetzt zum Beispiel die Ratte da nochmal anmachst mit dem Loopscreamer zum Beispiel, das ist dann... Das ist schon wieder so eine bisschen andere Geschichte. Ne? Das stört schon ein bisschen mehr. Humbucker. Obwohl, dann geht's schon wieder. Machen wir jetzt auf den Lead-Kanal. Ob selbst das geht, ne? Soll ich den US-Stream jetzt auch noch anmachen? Nee, das ist dann zu viel des Guten. Ne? Aber es kann sein, dass ich den sonst vielleicht auch noch einen Ticken lauter hatte. Wie sind da die da unten ist die Distortion, ne? Ja. Den habe ich auch eigentlich sogar noch ein bisschen mehr immer drin gehabt. Warte mal. Mach nochmal an. Genau, jetzt machen wir mit dem Tube Screamer. Da wird es deutlich fuzziger schon, ne? Merkt man schon. Das rauscht dann schon ein bisschen unangenehmer. Ne? Aber wir sind es halt auch ein bisschen gewohnt. Das ist ja richtig so. Achso, wenn man hier nochmal drauf tritt, dann kommt irgendwie... Der Lead-Sound. Ja, okay. Also der Boost, Lead-Boost. Wir können aber hier nochmal ausmachen. So. Ja. Genau, so schalten wir um. das ist mein Pedalboard. Aktuell. Stell mal die Gitarre weg. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug gespielt. Das war jetzt nochmal so ein bisschen anzutesten, wie jetzt so der aktuelle Stand ist. Ja, ich glaube, ich hatte gesagt, was ich unbedingt drauf haben will, ist ein Tuner. Mhm. Ne, das wäre für mich das Allerwichtigste. Das hat sich so ein bisschen geändert. Also generell hat sich halt für mich so ein bisschen die Einstellung geändert. Ich hatte das ja auch mal erwähnt, dass ich ein Projekt eventuell habe, wo ich mir vorstellen könnte, da mit dem Amp zu spielen. Da ist ja leider nichts draus geworden. Und das hat mir jetzt auch schon erwähnt, dass wir jetzt hier auch mal einen Song angefangen haben aufzunehmen. Wir sind noch nicht fertig. Und da haben wir auch gesagt, ach, das wäre doch eine coole Idee, wir machen das mit dem Amp. Ja. Ne? Und da ist mir jetzt aufgefallen, wobei ich jetzt heute fand, ich ging es irgendwie, das war mir alles zu laut. Ganz ehrlich, das war mir zu laut. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr so viel an dem Amp gesessen und damit gespielt. Bei dem Test vom Test will ich es gar nicht nennen, wie wir die Folge gemacht haben über das MD200. Ich habe auch gesagt, das ist ein bisschen ungünstig zu bedienen.
wenn man halt wirklich verschiedene Sounds da rausholen will. Also, long story short, ich habe so ein bisschen das Interesse an so diesem ganzen Projekt, sag ich mal, verloren. Ne? Das ist mehr so, ich weiß nicht, kennt man ja vielleicht, muss ich unbedingt haben, und dann hat man es und dann denkt man so, eigentlich ist das mit dem Helix doch eine coole Sache gewesen. Also ich meine, das sollte ja eh nicht weg, ne? Aber das ist halt so einfach das Optimum für mich. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das ist mir zu laut gewesen hier, dann geht es mir einfach darum, dass ich dann immer Schiss habe. Ich wohne ja hier, ich bin ja in einer Mietwohnung, ne, wo ich halt so denke, ich gehe den Nachbarn irgendwie auf den Sack. Es beschwert sich zwar jetzt keiner bei mir und ich spiele ja auch nicht so oft irgendwie laut oder so, ne, aber ich halt doch gedacht habe, also ich fand es hier schon relativ laut. Ne? Ja, und der Watt ist im 0,5 Watt Modus. Ja, also, genau. Das ist schon... Und ja, ich sag mal, wenn ich jetzt halt wieder irgendein Projekt hätte, wo ich mit dem Amp irgendwie, wo ich den ausspielen könnte, jetzt nicht von der Lautstärke, sondern einfach, wo ich mich so ein bisschen austoben könnte, wo ich jetzt nicht vielleicht wie bei meinen anderen Bands so extrem ständig verschiedene Sounds benutzen wollen würde, dann wäre das ein ganz cooles Setup. Wie gesagt, dann würde ich mir da noch einen Tuner holen und würde mir noch ein richtiges Board holen, sag ich mal, also ein aus dem Laden irgendwie, was ein bisschen schöner ist wie das selbstgebaute, wobei das selbstgebaute auch so seinen Charakter hat. Und es ist ja auch noch groß genug, ne? Ja, ich wollte schon sagen, wenn du gut parkst, kriegst du bestimmt noch mindestens 3 Pedale. Was halt cool wäre, ich hätte dann schon ganz gern den Umschalter auch mit drauf auf dem Board, ja. Das würde jetzt schon eng werden, wenn ich da jetzt, müsste ich gucken, wie ich das mache in der Kombination. Aber so, genau mit dem Delay von dem Amp und Haller ist ja auch drauf, da kann man mit der Konstellation schon einiges machen eigentlich. Ne? Ja. Und das ist halt jetzt so ein bisschen der Stand. Jetzt müssen wir halt mal gucken, wie das weitergeht hier mit dem Amp. Wie gesagt, ich werde ihn jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen verkaufen oder so. Ich bin ja auch, also versteht es nicht falsch, ich finde ihn immer noch toll. Ja, das ist ein super Amp. Aber ich habe mir das auch so ein bisschen, glaube ich, schöner geredet, als ich es im Endeffekt mag, generell ein Amp zu haben. Ja? Ja. Also nicht den Amp, sondern generell ein Amp zu haben. Ja. Das kann man mal so, so als kleines Resümee ziehen. Das ist mehr so meine persönliche Sache, als dass das jetzt irgendwie an irgendwas von den Geräten liegt. Aber es war eine ganz schöne Reise, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, mich mal wieder mehr um einzelne Pedale zu kümmern, da Videos angeguckt und ausprobiert hier. Ne? Und du hast mir auch tolle Sachen mitgebracht, wo ich nachher auch gedacht habe, gut, ich will das Ulstream haben, ne? Das ist halt irgendwie ein cooler Sound für mich und ich will halt den Tube Screamer haben. Mhm. Wobei, alternativ wäre vielleicht auch noch ein ODR interessant, den hatte ich jetzt aber noch nicht angetestet, weil ich den kaufen müssen. Ne? Nobles jetzt, ne? So Nobles ODR, aber ich denke, den Lead-Kanal, den ich habe, das ist vielleicht so ungefähr den Sound, den ich dann da gehabt hätte. Ne? So ein transparenterer Sound einfach. Von daher, das wäre ganz cool. Oder so eine ganz coole Kombo eigentlich so. Ja, ne? Dann war halt mal der Weg das Ziel und ist ja auch manchmal ganz cool. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann eine Möglichkeit, ja, und dann wird das Ding regelmäßig gespielt oder sowas. Das weiß man ja jetzt nicht, gell? Das ist, ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, irgendwie, das ist scheiße so. Das ist halt für mich gerade nicht so interessant. Dann doch wieder. Und ich habe ja jetzt, da werden wir demnächst vielleicht nochmal drauf sprechen, jetzt noch auch meine Interessen gerade so ein bisschen wieder in eine ganz andere Richtung geschickt, was jetzt mit Musik gar nichts zu tun hat, aber trotzdem ein bisschen was mit dem Podcast zu tun hat. Da reden wir dann vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche unter dem Bereich Off-Topic. Hast du, glaube ich, schon was eingetragen? Ja. Müssen wir gucken, wie viel Zeit wir da haben, ob wir da jetzt so zeitnah drüber sprechen. Genau, das ist das. Um sonst so was Schönes zu erzählen über das Board, über den Amp. Nö, ich glaube, also bei mir ist ja auch so, ich habe ja alles für das Pedalboard ja schon irgendwie ewig rumliegen. Ja. Wahrscheinlich, wenn ich das Board dann zusammengebaut habe, das wollen wir vielleicht auch mal irgendwann noch machen, dann werde ich das wahrscheinlich dann auch irgendwie 2-3 Wochen, bin ich dann in völliger Honeymoon-Stimmung.
Und dann, so, jetzt habe ich auch das Board fertig und dann wird es erstmal wieder eingetütet, das vermutlich. Das ist ja, manche Leute haben dann irgendwie 2-3 Amps zu Hause. Du hast ja auch 3, oder? Ich habe mehrere, ja. Einer ist bei meinem Kumpel Jonas, das steht da eigentlich ganz gut. Ich war letztens schon drauf und dran, dachte mir so, hey, da war bei eBay Kleinanzeigen, nicht mehr eBay, nur noch Kleinanzeigen. Ja. Ein Vox AC30C1 heißt der, glaube ich, also AC30, aber nicht mit 2 Lautsprechern, sondern mit einem. Wiegt aber immer noch irgendwie 27 Kilo. Ja. Also ein normaler AC30 mit den 2 Lautsprechern, den kann ja kein Mensch tragen. Und dachte ich auch so, okay, jetzt habe ich schon einen Kompo, den ich gar nicht benutze, der schon beim Kumpel steht. Wäre jetzt auch blöd, mir noch einen hinzustellen. Aber ich hätte den eigentlich total gerne so als Pedal-Plattform von AC30. Stelle ich mir schon auch cool vor. Ja, aber darauf wollte ich hinaus. Manche Leute haben ja auch 5 oder 10 oder 20 Amps. Die kannst du ja auch nicht andauernd spielen. Ne? Das ist halt so. Ne? Und dann bist du mal mehr damit und mehr damit. Aber das hat schon seinen Sinn, warum ich seit, ich sag mal, gut 20 Jahren eigentlich fast jetzt digital spiele. Wann haben wir denn damals angefangen? Das war doch 2002, glaube ich. Ne? Da haben wir doch das letzte Konzert mit Lexi Confusion gespielt und haben dann angefangen, die CD aufzunehmen. Ja, genau. Und da habe ich mir dann das GT6 damals gekauft. Und das ist einfach, meine Welt, das muss man halt auch mal dazu sagen. Vielleicht, wenn ich mal richtig viel Spaß hätte oder sowas, oder es unbedingt brauchen würde, könnte ich mir noch vorstellen, hier das MD-200 oder sowas mal ans Helix anzuschließen oder so. Ne? Zum Beispiel diese Slicer-Sounds, die wir jetzt am Anfang hatten. Ja. Ne? Wenn du sowas unbedingt mal in der Band haben willst, dann, ich glaube, sowas hat das Helix so direkt nicht. Ja. Also ich wüsste es jetzt nicht. Ja, das stimmt. Das Helix ist, würde ich sagen, bei den Sounds, bei der Modulation am schwächsten besetzt. Ja, wobei ich dem jetzt auch eine bessere Note geben würde, wie vielleicht noch einfach wie noch am Anfang oder sowas, weil ich jetzt mit der Zeit die Sounds so ein bisschen gefunden habe. Ja, das ist beim Helix der Jammern auf hohem Niveau, die sind immer noch sehr, sehr gut. Ja. Aber manchmal, vielleicht fehlt so das Mühe, vielleicht zu einem Strymon oder sowas. Ja, nee, das aber ist, das sagt man ja auch den Boss-Modulation sonst auch nach, dass dann so diese super-duper inspiriert mich Sounds da vielleicht nicht unbedingt rauskommen, aber eigentlich gut genug. Ja. Was wir noch mal ganz kurz machen können, es gibt mir doch mal hier das andere Board. Das ist auch orange, da unten. Und zwar ist das eigentlich so eine kleine Vorstufe für mein Helix, was ich live oft benutze. Ich habe hier so ein kleines Board, einfach nur so ein Brett gebastelt mit 2 Schubladengriffen, die habe ich hier dran gemacht, einfach damit man es hier so ein bisschen tragen kann. Und das funktioniert komplett mit einer Powerbank hier. Ne? Ich mache das mal hier an. So. Und da ist mein, wie sagt man dazu, Empfänger, Sender, Empfänger, Line 6 G70 drauf. Und ich habe jetzt hier noch ein Wawa drauf, das wird, aber das benutze ich tatsächlich meistens nicht, manchmal als Volume. Achso, genau, das ist so ein von Jojo, dieses kleine rote. Das ist so eine, wenn das offline ist quasi, ist es ein Volume-Pedal und wenn man halt drauf drückt, ist es ein Wawa. Ne? Ja. Und das ist aber meistens, benutze ich das gar nicht, aber kann man ja nochmal kurz, so habe ich halt mein Wireless dann schnell angeschlossen und halt auch, ohne dass ich da jetzt irgendwie eine extra Stromquelle brauche. Und das hält tatsächlich für einige Wochen zur Probe. Ne? Wenn ich da 2 Stunden probe in der Woche und dann passt das schon mal einen Monat oder anderthalb oder sowas, bis ich das mal wieder aufladen muss. Ist allerdings auch eine 30.000er Powerbank. Ne? Okay, aber die hat jetzt keine Sonnenkollektoren drauf und lädt sich in der Sonne selbst drauf. Leider nicht, nee, das haben wir noch nicht. Weil sowas gibt es auch noch. Henning hatte da auch letztens ein Video zu. Ich kann das ja mal kurz hier, vielleicht, da sieht man das mal ein bisschen vielleicht. Ja, Kamera. Ja, genau, da sieht man die Powerbank. Achso, und da ist natürlich von Engel hier dieses, jetzt funktioniert das natürlich nicht, von Engel dieses, weiß ich gar nicht, wie das heißt, Power-Tap, hast du nicht gesehen. Wobei, das Line 6 Relay G70 ist tatsächlich einfach per USB angeschlossen. Ja, genau. Das hat ja einen USB-Anschluss, genau, und das habe ich dann einfach direkt angeschlossen. Ja, cool. Ja, das ist das noch. Das ist aber auch kein USB-C, ne? Oder hat das schon USB-C, das G70?
Nee, ich glaube nicht. Nee, das ist dieses Mikro noch. Tja, besser als nix. Und man hat dann halt immer auch nochmal was zum Aufwärmen, wenn man mal irgendwas anderes Handy laden muss oder sowas, hast du dann nochmal die Powerbank auch dabei. Ja, die Powerbanks sind jetzt auch günstig geworden. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir sowas mal... Also ich finde das nicht schlecht, auch wenn du vielleicht trotzdem wegen deinem Helix einen Mehrfachstecker in der Nähe liegen hast oder sowas, aber du kannst einfach irgendwo hinknallen, ja, und musst dir da keinen Gedanken machen, hast und der Strom reicht einfach, ja. Musst du natürlich vorm Gig, lädst du das auf, ist ja klar, ja. Dass du dann nicht in irgendwelche Probleme kommst. Ja, und das könnte man jetzt genauso gut hier noch davor schalten, ne? Ne, wenn ich jetzt sagen würde, ich will damit einen Gig spielen, ja, mit der Konstellation, die wir euch jetzt vorgestellt haben, kann ich das Wort auch einfach davor schalten. Fertig. Ne? Das stimmt. Cool wäre es, wenn es noch dann von in den Seitenmaßen genau identisch wäre. Man könnte es wieso da dran klicken. Ja, ich wollte halt einfach nur, dass, weil das ja nur die drei Sachen drauf hat, dass das halt flach ist. Ich habe das dann auch als Tasche, ich habe es ja auch selbst gemacht, ne? Und als Tasche hatte ich dann halt noch so ein altes Laptop. Mhm. So eine Laptop-Tasche, da passt das Ding genau rein. Ja, das ist perfekt dafür. Ja. Ja. Und notfalls könnte man sogar auch nochmal einen Tube Screamer oder sowas drauf machen. Da wäre auch noch, also Platz wäre noch dabei. Ja. Ja, gut. Schick, denkst du. Dann machst du das schon für heute. Ja. Ich denke, vielleicht ist der ein oder andere, find's nicht so toll, dass ich da jetzt ein bisschen wieder die Lust verloren habe. Muss man mal. Aber ist halt so. Ne? Muss man halt auch mal zu stehen. Was soll ich das immer schönreden? Also ist halt gerade so, wie es ist. Ja, kommt auch wieder die Lust. So sieht's aus. Ja. Da mache ich mir keine Sorgen. Nee, ich auch nicht. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. In dem Sinne. Macht's gut. Tschö. Cut.